kommt mit uns auf eine Reise in die Kindheit und besucht mit uns gemeinsam einen Lausejungen aus Katult. Und macht mit uns eine atemberaubende Wanderung durch eine ganz idyllische Schlucht und andererseits durch eine richtig majestätische Schlucht. Lasst euch wie wir faszinieren von der wunderschönen Natur der Nationalparks und Naturreservaten in Schweden. Hallo, wir sind Stefan, Anne und Milo. Seit Mai 2021 leben und arbeiten wir im Wohnmobil. Nach Feierabend erkunden wir Europa. Dabei besuchen wir nur Ziele, die gut mit Hund realisierbar sind. Durch unser Hobby, das Geocachen, entdecken wir traumhafte und spannende Orte, die in keinem Reiseführer zu finden sind. Bekommst du auch nicht genug von tollen Landschaften und außergewöhnlichen Zielen? Na dann komm mit auf Spirits Abenteuer! Wir besuchen heute gemeinsam mit euch einen ganz besonderen Jungen. Und wer das ist, das erkennen manche von euch vielleicht sogar schon im Hintergrund. Ja, wir machen heute sozusagen eine Reise zurück in die Kindheit. Obwohl man sagen muss, ich habe eine andere Figur lieber geguckt. Aber Anne hatte diesen Jungen früher sehr gerne angeschaut. Der war genauso frech wie ich. Und das ist der Schuppen, in den Michi jedes Mal eingesperrt wurde und ganz viel geschnitzt hat. Wir verabschieden uns von Michel seinem Zuhause und fahren ca. 15 Minuten weiter, denn heute stand noch ein weiteres Ziel auf unserem Tagesplan. Watching out for number one. You gotta slow down, look around. Vom Michel geht es jetzt weiter zu einer tausendjährigen Eiche. Easy now.
hard working so you can be deserving of the rest that you are given. Heute war es mal eine eher kleinere Wanderung, aber dennoch schön, mit schönem Picknick gemacht. Ja, und jetzt geht's schon zurück zum Spirit und dann fahren wir auch schon zu unserem heutigen Nachtdomizil. Wir setzen mit euch gemeinsam die Reise fort. Doch lange fahren wir nicht. Nach ca. 10 Minuten erreichen wir unseren nächsten Schlafplatz. Heute steht der dritte Nationalpark auf dieser Reise auf unserem Plan. Wir sind im Nora-Quilz-Nationalpark und ja, wir sind schon ganz gespannt. Es soll wohl der kleinste Nationalpark sein? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber groß ist er wirklich nicht, deswegen, aber ich glaube, es wird ein ganz entspannter und gemütlicher Spaziergang. Also wir haben uns auch entschlossen, alle Wanderwege mitzunehmen. Mal sehen, ob wir das bereuen. Das hört sich erstmal viel an, aber das sind gerade insgesamt mal so um die 5 bis 6 Kilometer. Und für unsere Geocaching-Freunde. Hier liegen 5 Multis, die aber relativ schnell zu lösen sind, wenn ich das im ersten Moment richtig gesehen habe. Und um den Nationalpark drumherum auch noch 3 Tradis, die man holen kann. Also, weil wir gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen, wir nehmen euch mit in den Nora Quilz Nationalpark. Noch eine interessante Info, wie wir zumindest finden, ist, dass seit 150 Jahren hier in diesem Nationalpark nichts mehr von Menschenhand, ich sag mal, angefasst wurde. Sprich, die Natur wurde sich hier selbst überlassen. Und dann sind wir jetzt echt mal gespannt, wie es hier aussieht. Ich glaube, es war auch eine Rede, dass es teilweise wie Urwald aussieht oder wirkt. Da sind wir echt mal gespannt, ob das wirklich so ist. Dieser Nationalpark lädt auf jeden Fall zum Träumen und Verweilen ein. Man hat hier ein paar Seen und aber auch Waldlandschaften. Und es gibt hier ein paar tolle Aussichten zu bestaunen. Der Nationalpark liegt jetzt hinter uns. Wir sind, sobald es geht, glaube ich, alle Wege begangen. Ja. Und das Schöne ist, die Multis haben wir auch alle gelöst und die Dosen liegen aber außerhalb des Nationalparks, sodass man sich im Nationalpark erstmal voll und ganz auf die Natur hier konzentrieren kann. Und jetzt, wenn wir alles geschafft haben, gehen wir quasi Geocache suchen. Wie
Wie wir euch bereits erzählt hatten, ist der Nationalpark Norra-Kvils nicht besonders groß, aber deshalb konnten wir ihn in- und auswendig erkunden. Jetzt setzen wir aber mit euch die Reise fort und es geht eine etwas längere Strecke weiter. Willkommen hier im Naturreservat Stuveritzbecken. Nachdem wir hier eine himmlisch einsame Nacht, Abend und Vormittag erlebt haben, also wir waren ganz alleine auf diesem Parkplatz, das ist richtig schön, wollen wir jetzt loswandern, um die Schlucht Skrohli zu erkunden. Unseren Milo haben wir heute an der ganz kurzen Leine, denn wie ihr hinter uns seht und wie wir uns vorher belesen haben, wird es heute eine etwas kraxelige Angelegenheit. Und unser Hunde-Opi neigt dazu, sein Alter etwas zu unterschätzen. Deswegen möchte ich ihn gut unter Kontrolle haben, damit ich ihn auch gut lenken kann, wo er langlaufen soll. Also wenn ihr mit Vierbeinen hier unterwegs seid, wie Anne schon sagte, am besten wirklich kurze Leine und euer treuer Gefährte sollte gut zu Fuß sein. Das ist ja doch ein wenig steil und steinig. Abenteuerlich! Zuschauer von euch haben bestimmt schon gesehen, dass wir uns dafür entschieden haben, die kurze Leine von Milo einfach hinterher schleifen zu lassen. Denn bei dem Gelände hier ist es wirklich wichtig, dass der Hund viel Bewegungsfreiheit hat. Also nehme ich die nur an solchen Stellen auf, wo ich denke, okay, das kann Milo jetzt nicht richtig einschätzen, um ihn dann zu leiten. Von daher ist es wirklich wichtig für Frau, Mann, Kind und Hund. Ihr müsst hier richtig trittsicher sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es geht hier wirklich im wahrsten Sinne über Stock und Stein oder teilweise sogar über Felsen, wo wir auch echt schon kurzzeitig manchmal gedacht haben, drehen wir lieber um, tun wir das unserem alten Oppi noch an. Problem ist, er will ja noch. Das heißt, so schnell konnten wir manchmal gar nicht reagieren und zack war er über dem Fels drüber. Aber keine Sorge, wir machen hier nichts Leichtsinniges. Wir passen da schon auf, dass uns und auch Milo natürlich nichts passiert. Aber es muss halt wirklich jeder selber einschätzen, ob er diese Wanderung hier macht oder nicht. Aber noch eins, diese Anstrengung, die lohnt sich. Es ist traumhaft schön. Unberührte Natur, schroffe Felsen, ja. Der plätschernde Bach mit ganz vielen Blüten. Und ja, also richtig, richtig, richtig schön. Einer circa dreistündigen Wanderung kommen wir wieder zurück beim Spirit an und verbringen noch einen wunderschönen Abend am Lagerfeuer. Ausgeruht und mit tollen Eindrücken verlassen wir die Schlucht Skrohli und nehmen euch mit zu unserem nächsten Ziel.
Und schon sind wir im nächsten Naturreservat. Und in der nächsten Schlucht. Von einer Schlucht in die andere Schlucht. Genau, wir sind nämlich heute bei der Schlucht Skurugata. Ja, und das ist eine der größten Schluchten Schwedens oder Südschwedens. Die man so finden kann, weil es hier nämlich ein großer Spalt zwischen Felsen ist. Und diese Einschnitte nennt man Skuro. Und daher erschließt sich auch der Name Skurugata. Genau, wir sind echt gespannt. Das soll schön sein. Und ja, dann können wir ja mal am Ende das Fazit ziehen, welche Schlucht uns besser gefallen hat. Genauso wie in der Schlucht Skrolihi sollte man auch hier trittsicher sein. Schon nach ein paar Metern wurde uns jedoch bewusst, dass diese Schlucht ganz anders sein wird. So, wir denken, die Schlucht haben wir jetzt geschafft, zumindest das Gröbste. Sie ist echt atemberaubend imposant, ja. Die Schlucht, also Wahnsinn, und war echt spannend, das zu sehen. Der Weg ist anspruchsvoll, aber machbar. Machbar. Also ich würde jetzt nicht mit Kinderwagen gehen, aber ansonsten denke ich, ist es machbar. Wenn man schön langsam macht, dann schafft man das. Am Ende, das habt ihr ja bestimmt gesehen, kommt nochmal eine sehr, sehr steile Treppe. Da müsst ihr halt, wenn ihr mit Hund unterwegs seid, auch überlegen, ob ihr das schafft oder nicht. Wer sich's nicht zutraut, hat aber, soweit ich das richtig überblicke, die Möglichkeit, wieder zurückzulaufen, und dann führt auch oben noch ein Weg lang. Also das geht auch. Man muss die Treppe nicht zwingend hoch, muss dann aber eben weiterlaufen. Wir sind jetzt ein bisschen außer Atem, ja. Aber Leute, guckt euch das an. Ganz in der Nähe der schönen Aussicht findet man Shelterplätze, Lagerfeuerstellen und auch eine Toilette. Wir sind zurück an unserem Spirit und haben ja gesagt, wir wollen zum Schluss nochmal im Fazit ziehen. Also zuallererst nochmal zu dieser Schlucht. Sie ist echt wunderschön und sehr urig, und ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und das Schöne ist, dass man halt zum Ende der Schlucht nochmal diese wunderschöne Aussicht hat, und das ist auf jeden Fall ein Highlight. Wir haben uns unterwegs auch schon unterhalten und waren uns einig, diese Schlucht ist eben imposanter, sie ist majestätischer, größer. Das ist schon sehr beeindruckend. Und die andere ist einfach idyllischer und schöner und gemütlicher. So. Märchenhaft. Ja, genau. Märchenhaft, ja. Genau, auf jeden Fall. Also beide sehenswert, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall.
An der anderen Schlucht hatten wir jetzt halt wirklich zwei wunderschöne Tage. Ja. Weil wir den Parkplatz dort ganz für uns alleine hatten. Und das war ganz in unserem Geschmack oder nach unserem Geschmack. Ja, also wir saßen mehr draußen, als dass wir im Spirit waren, wenn wir am Parkplatz waren. Genau, weil da war auch direkt vorm Spirit eine Picknickbank und diese Feuerstelle, die wir auch genutzt haben, wo wir auch zweimal Lagerfeuer gemacht haben. Und das haben wir uns echt gemütlich dort gemacht. Von daher bleibt die auch in sehr guter Erinnerung. Und die hier ist halt schon touristischer, würde ja, ich sagen. Ich glaube, laut Internet darf man hier auch nicht übernachten. Wir haben jetzt allerdings keine Schilder gesehen, dass es hier verboten ist zu schlafen. Keine Ahnung. Wir fahren auf jeden Fall heute weiter. Wir fahren heute weiter. Wir wissen auch schon, wohin. Und ihr werdet es jetzt auch gleich sehen. So, bevor wir jetzt aber weiterfahren, noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr hierher kommt, nutzt die Straße von Exieu aus, weil wir haben jetzt eine ganz andere Straße genommen, da wir ja von der anderen Schlucht kamen und sind fast den kompletten Weg nur Schotterpiste gefahren, was jetzt auch nicht so schlimm war, aber eben, ja, wer es einfacher mag und Landstraße mit Asphalt, der sollte dann doch die andere Straße von Exieu ausnehmen und soweit wir das bis jetzt überblicken konnten, ist die schön asphaltiert und gerade. Von der Schlucht aus fahren wir gar nicht mit euch so viel weiter, denn wir haben uns überlegt, noch einen kleinen Abstecher zu machen. Zusammen mit euch besuchen wir die Stadt Exieu. Diese Stadt beherbergt noch die besterhaltensten Holzhäuser. Diese stammen zum Großteil aus dem 18. Jahrhundert. Für unseren Geschmack kann man sich die Stadt einmal anschauen, sie wird es jedoch in unserem Ranking nicht zu unseren Highlights schaffen. Sorry, Exieu. Direkt am nächsten Morgen verlassen wir Exieu und fahren ein paar Kilometer weiter. Exieu liegt jetzt schon ein Stückchen hinter uns und wir sind direkt zum nächsten Ziel weitergefahren. Hier machen wir einen kleinen Zwischenstopp und ja, das ist der Storpit-Wasserfall, der höchste Wasserfall Südschwedens. Nur einen kurzen Zwischenstopp hier machen, wollen wir natürlich trotzdem einen Geocache mitnehmen. Ja, und nach einer circa halben Stunde sind wir jetzt auch schon wieder am Spirit angekommen, aber der Abstecher hierher hat sich wirklich gelohnt. Ja. Also ist ein ganz toller Anblick, dieser Wasserfall. Und wer darauf Lust hat, kann mit Rauschen des Wasserfalls im Hintergrund sogar noch Minigolf spielen. Ja, also das ist auch überhaupt nicht teuer. Man bezahlt hier für einen Erwachsenen 25 Kronen, also pro Erwachsener 25 Kronen. Und für Kinder bis zum 13. Lebensjahr sind es sogar noch 15 Kronen. Also da ist man bei zwei Kindern und zwei Erwachsenen so Pi mal Daumen 6-7 Euro dabei. Das ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall. Für uns geht die Reise jetzt aber weiter. Wir spielen kein Minigolf. Nein. Denn wir haben heute noch einen anderen Punkt auf unserer Liste.
Anne hat von einem Naturreservat gelesen, was wohl sehr atemberaubend sein soll. Davon möchten wir uns selbst überzeugen. Herzlich willkommen am Vogelsee Tokern und im Besuchszentrum Naturum Tokern. Der Tokernsee ist einer der wichtigsten Vogelseen in Schweden. Fast 280 Vogelarten sind bis heute am Tokern gesichtet worden. Der See ist sehr seicht und hat riesige Schilfgürtel. Er ist auch von Strandwiesen und Strandwäldern umgeben. Seit 1975 ist der Tokern ein Naturschutzgebiet. Das Naturumhaus ist einzigartig. Es wurde vom Architektenbüro Wiengurts entworfen und ist mit Schilf bedeckt, der im See geerntet wurde. Naturum Tokern ist von Frühling bis Herbst täglich geöffnet und im Winter zu besonderen Veranstaltungen. Der Eintritt ist frei. Ich weiß nicht, ob es in dem Video so rüberkommt, aber ich denke, ich spreche für Anne und mich, wenn ich sage, dass dieses Naturreservat eines unserer Highlights ist. Definitiv. Also wir haben das Gefühl, wir haben hier ein kleines Paradies gefunden. Es ist so, so schön. Fasziniert von diesem wunderschön gestalteten Naturreservat fahren wir weiter zu unserem Schlafplatz. An diesem tollen kostenfreien Stellplatz direkt neben einem Badesee habt ihr die Möglichkeit, eure Toilette zu entleeren, Frischwasser aufzufüllen und auch duschen zu gehen. Und das Tollste ist, selbst der Strom ist hier umsonst. Dafür ist die Dauer des Aufenthalts hier jedoch auf 24 Stunden begrenzt. Wir sind wieder on Tour und für uns geht die Reise nun mit großen Schritten weiter. Heute haben wir vor, zu einem Parkplatz zu fahren, den wir schon 2019 besucht haben. Hier konnten wir wie damals auch schon eine ruhige, einsame Nacht verbringen und sind direkt zu dem nächsten Nationalpark auf unserer Liste gefahren. Denn wie wir euch schon mal gesagt haben, möchten wir hier in Schweden so viele Nationalparks wie möglich besuchen. Willkommen im Nationalpark Tiveden! Und beim letzten Ziel für diese Woche. Hier waren wir 2019 auch schon mal und wir können euch diesen Nationalpark einfach nur empfehlen, weil er einfach wunderschön ist, schöne Natur hat, aber auch schöne Geschichten zu erzählen hat. Trotzdem wollen wir heute mal einen Weg wandern, den wir noch nicht kennen. Also wir sind selber sehr gespannt. Und morgen machen wir eine Erkundungstour durch den Teil, den wir schon kennen. Aber das seht ihr dann nächste Woche. Jetzt wollen wir nicht so viel Zeit verstreichen lassen, denke ich. Wir sind schon ganz gespannt und wir nehmen euch mit.
Also Anne und ich, wir haben gerade festgestellt, dass es hier im Tivede nie langweilig wird, weil es sieht immer wieder schön aus. Die ganze Flora und Fauna hier einfach geil. Aber der Weg hat uns gerade ein bisschen gefordert, würde ich sagen. Ja, ich glaube. Ich habe das Gefühl, das ist der anstrengendste Weg hier, den wir heute gehen. Also es geht wirklich bergauf und kaum ist mal oben, geht's wieder bergab. Dann geht's wieder bergauf. Dafür haben wir aber auch schon eine richtig schöne Aussicht genießen können. Ja. Was hast du mir gerade gesagt? Was hattest du gerade für eine Vermutung? Ich habe gesagt, ich habe eine ganz dumme Vermutung, dass wir von da oben den Vetternsee sehen. Nein, war natürlich nur Spaß. Wir laufen gerne bergauf. Nein, machen wir wirklich gerne. Also in den Momenten verfluchen wir es manchmal und denken uns, warum? Warum nicht einfach nur unten am Strand oder über ein paar Holzbohlen laufen? Ist doch auch schön. Aber jedes Mal, wenn wir dann oben stehen, denken wir uns, ja. Das hat sich gelohnt. So ist es nämlich. Auf jeden Fall. Und man fühlt sich danach so richtig gut ausgelastet, aber eben auf einer positiven Art. Das ist echt schön. So, wir glauben, oder ich glaube, dass jetzt nochmal der schwierigste Punkt vor uns liegt. Aber danach, also erstmal denke ich, wir werden da oben mit einer geilen Aussicht belohnt. Ich hoffe es. Mal gucken. Und danach geht's hoffentlich nur noch bergab. Ich zeige euch das mal. Für euch eine kleine Info, wir sind hier heute im Tiveden den Trollkirkan-Weg gelaufen. Die Aussicht von dem Aufstieg eben war jetzt nicht ganz so spektakulär, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dafür waren wir den Baumwipfeln ganz nah. Ja. Und wenn man an dem Weg hier weitergeht, hat man dafür hier eine wunderschöne Aussicht. Also, wer nicht so gern nach oben steigt, der kann sich das theoretisch auch sparen. Das Schöne an diesem Weg finden wir zumindest. Ihr kennt uns, wir sind gerne für uns, gerne haben wir es ruhig in der Natur. Und das bietet dieser Weg echt an, weil wir jetzt auch in den ganzen zweieinhalb Stunden, die wir jetzt hier unterwegs sind, erst ein Pärchen gesehen haben. Wir denken mal fast, dass die anderen auf der anderen Seite der Straße im Nationalpark sind. Da führen ja auch noch ganz viele Wege lang. Und deswegen hat man hier auf diesem Pfad echt seine Ruhe. Wir sind jetzt schon wieder fast am Parkplatz zurück. Glücklich, aber sehr kaputt. Und dann fahren wir mit dem Spirit noch ein Stückchen weiter. Wahrscheinlich wieder auf dem Parkplatz wie gestern. Denn in Nationalparks dürfen wir natürlich nicht über Nacht stehen. Wir sind von dem Tag heute wirklich begeistert. Mal wieder hat uns der Tivede Nationalpark voll in seinen Bann gezogen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier in diesem Nationalpark morgen für uns weitergeht, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt, Spirits Abenteuer hat ein neues Video rausgebracht. Damit ihr das erfahrt, müsst ihr vor allen Dingen unseren Kanal abonnieren. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung. Ihr müsst dann gar nicht selber nachschauen. Ihr kriegt dann aufs Handy, ping, das nächste Video ist da. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann sagt es uns doch, indem ihr uns einen dicken, fetten Daumen zurücklasst. Ansonsten, ihr Lieben, bleibt uns treu. Und bleibt abenteuerlustig. Wir besuchen heute mit euch gemeinsam einen ganz besonderen Jungen. Und wer das ist, das erkennen manche von euch von... Sie hat's verkackt. Ich grinse. Die redet nicht mit jedem. Nö, aber wenn sie redet, dann... Dann viel.
noch für uns eine interessante... Fünf, sechs, sieben, acht. Was soll ich tun? Hat sie heute mal einen großen Besen. Ja. Und das war mir gerade zu laut im Hintergrund. Na, wir toll. Warten noch mal ganz kurz. Immer diese Flugzeuge, ich sage euch. Schweinerei. Was war das? Willst du Outtakes generieren oder was? Das ist doof. So verwirrt man an. Was da? Schlange. Was für eine? Scheiße. Ja, ich hätte euch gerne gezeigt, wie wir den Cache finden, aber da ist gerade eine Schlange. Scheiße.